Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG Hallo, Battle. Fairy Peter. Hallo, was geht? Mit dem Christian, dem Jonathan, dem Jules, dem Sebastian, mit dem Peter. Tschüss. Hallo, schön. Viel Erfolg. So, da sind wir auf dem Weg in die Zone. Das Flugzeug ist nicht so geil geflogen, aber wir fliegen geiler. Okay, Leute, das ist, ich muss jetzt echt mal meine Ehre hier, ich flieg richtig, meine Ehre retten, herstellen, wie auch immer. Letztes Mal bin ich immer sofort verreckt, wenn wir das hier gemacht haben. Ich höre schon mal den Fallschirm, merke ich gerade. Ich gucke mich jetzt erstmal ganz gechillt um, ob noch irgendwo rausgeflogen ist. Ich sehe so niemanden. Ich jetzt schon wieder viel zu früh aus. Geht wieder los, ne? Wo bin ich eigentlich ausgestiegen und wo will ich hin? Solange ich einfach, weißt du, selbst wenn ich der Vorletzte bin, der drauf geht. Voll okay. Also ich will zumindest über den Wasserbereich wäre schon gut. Lol, der ist viel weiter. Da. Nice. Oh, komm runter, ich fahr dich platt, Junge. Ich könnte mir fast vorstellen, dass viele... Ah, nee, einer geht da ganz hinten runter. Wo bist du runtergekommen? Alter, direkt mit dem Roadkill starten wäre doch 10 von 10. Das ist gar nicht so weit weg. Von wegen gar... Oh, nein, nicht vom Dach. Oh, nee. Nicht so schlimm. Kein Problem. Keinen gesehen. So, the fuck? Seh nicht. Scheiße. Ja, die AK nehmen wir natürlich auch mit. Es war hier irgendwo, ist hier jemand runtergekommen. Alter, jetzt hier E-Sport-Modus activated. Ich bin auf dem Dach, um zu gucken. Wahrscheinlich auch nicht so smart, das wird wahrscheinlich direkt drinnen landen. Oh Gott. Natürlich. Okay, Polizeiweste Level 2. Damit kann man doch was anfangen. Sehr gut. Ich komme nicht raus. Ich werde ertrinken. Ein Auto wäre auch nicht schlecht gewesen. Habe ich natürlich überhaupt nicht drauf geachtet, wie ich bin. Hilf! Belastend. Oh. Tommy Gun. Was habe ich denn gerade? Die finde ich gar nicht schlecht. Was ist das? Ach, so eine. Da brauche ich ja nicht zwei von. Nehme ich die Tommy Gun stattdessen. Belast du. SKS. Ah, SKS ist ja schon mal was Schönes. Ich sollte mich mal Richtung Zone begeben, ne? Das wäre Richtung Norden. Ist immer noch nicht, was so eine gute Waffe ist in dem Spiel. Also Plan könnte wirklich sein nach Rojok. Oder wie auch immer das heißt, zu gehen. Alter, mega creepy. Holy fuck. Joa. Wo ist denn meine M4? Ohne M4 will ich nicht. Okay, die Häuser hier sind ja alle der Oberschmutz. Ich kann doch jetzt nicht an die Tür gehen. Ganz schlechtes Timing. Wie sieht's denn jetzt so? Oh, warte mal. Ich sag so, allzu lange kann ich ja gar nicht mehr sein. Ich glaube, da muss ich direkt durchrennen. Ich schaff das gar nicht bis dahin in 2 Minuten, glaube ich. Ist ja unendlich weit. Backpack Level 2 nehmen wir doch. Ich merke, Paranoia kickt richtig hart gerade rein. Wo fahre ich denn jetzt am besten hin? Ich fahre mal dahin. Als ob ich noch lebe. Hier ist einfach das Auto. Das ist halt super crazy von mir. Wahrscheinlich wird mich sofort irgendwer sehen und schießen. Aber fuck it. Wir nehmen dieses Auto, was wir gar nicht nehmen können. Das sind Momente, denen ich jetzt einfach hoffe, dass wer auch immer dieses Video geschnitten hat, weiß, oh, den Jules, der... Den werde ich jetzt nicht, der werde ich jetzt dafür sorgen, dass es keine peinliche Situation ist und schneid das einfach raus, damit nicht alle Leute wissen, dass er dachte, das wäre ein Auto, was man fahren könnte. Eher links ist. Oh Gott! Oh, Turbulenzen, Rüdiger, nicht so schnell! Ich hätte gerne noch ein Visier, so maximal zweifach. So, das wäre ganz schön. Oh mein Gott! Okay, da ist einer. Nichts getroffen. Aber hier dürften wir eigentlich einen ganz guten Weg haben, um hier hochzukommen. Wenn ich denn dann überlebe mit dem Autofahren. Alter, hab ich mich erschrocken. Holy fuck, Alter. Was ist denn jetzt? Das Heile! Oh mein Gott, ist das awesome! Oh mein Gott, ist das awesome! Ich hab Angst, dass hier irgendwo gleich einer ist, aber das sieht hier noch unlootet aus. Ich hab noch so gut wie gar kein Mad-Zeug. Wie viel Sprit habe ich? Ich hab richtig viel Sprit. Okay, wir können ordentlich düsen. Alter. Wie gruselig willst du sein, Spiel? Zum Interessieren, auf wen ich da gerade geschossen habe. Und
kläglich daneben gesammelt habe. Fahren einfach voll mit Hardgas. 100 km/h. Fahren wir jetzt einfach zum. In die Zone, ne? Das ist ein Fahrzeug. Hey, kommt ein Fliegeding? Es ist faszinierend. Irgendwie ist der Loot gerade scheiße. Greifen von oben an. I have the high ground. Jetzt hab ich da gute Sachen. Ich Idiot. Ich höre ein Auto. Ich höre ein Auto hinter mir. Oh shit. Oh shit. Das ist nicht gut. Ich habe gar keine Ausrüstung, Jungs. Jetzt snack ich von der Map weg. Geh mir doch nicht auf die Zwiebel hier. Oh mein Gott. Er rammt mich. Bam, Junge. Oh. Der Pimmel hat mich gerammt. Junge. Das ist doch Safe Jay, oder? Du Hurenkind. Gab's nicht auch NPCs, die rumfahren? Ich hab doch keine Ausrüstung. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will einfach in Ruhe sterben. Das wird wild. Das wird wild. Easy. Ach, guck mal. Es ist wirklich King of the Hill. Okay, let's go. Lass mal was looten, damit wir zumindest nicht komplett RIP sind. Ich hoffe, ich sterbe nicht durch die Zone. Das wäre wirklich so das Ehrenloseste, was passieren könnte. Zumindest ein Helm und eine VSS von mir aus. Jo, moin. Reicht mir ja schon, ne? Ich hätte gerne mehr Heilkram. Ich gehe mal hier hin zu den Häusern. Da ist eigentlich ganz geil noch zu looten. Ist das nicht so ein Anwesen oder so? Boah, können die mir nicht irgendwas zum Heilen geben, ey? Das gibt es doch nicht. Komm ich denn da hoch, ohne meine Karre direkt kaputt zu machen? Ja, hier vorne. Hier ist doch gut. Irgendwann werde ich mich gleich todeserschrecken. Ich hoffe jetzt, dass hier keiner ist. So, M16. Okay, geht's halt echt auf den Berg da hoch, ey. Würde mal behaupten, hier haben wir doch einen ganz guten Überblick. Okay, haben wir nicht. So, das heißt, Notfall-Pickup ist noch nicht bereit. Ich dachte, der kommt jetzt. Ist hier ein Geheimgang? Nein, Untergrundding. Ja, moin. Okay, die Sky ist viel geiler. Schneller. Habe ich falsch verstanden, was das hier ist? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe falsch verstanden, was das hier ist. Okay. Hallo! Cool. War schön. Ich muss noch ein Gebäude eigentlich nach vorne, fällt mir auf. Für die Zone. Oh, eine Dreierweste, was? Was ist das für ein geiler Untergrundschuppen? Das war sehr smart von mir. Ich dachte, damit könnte ich nochmal redeployen. Kann ich anscheinend nicht. Und jetzt haben es auch alle gesehen. Ich glaube, ich spiele zu wenig PUBG. Wir versuchen mal aufs Dach zu kommen und die Drohne zu benutzen. Oh, ein Rucksack. Yes. Und ein Griff. Geil. Es leben immer noch alle. Das ist richtig, richtig kacke. Kann sogar Gegenstände aufheben und fallen lassen. Moment, wo geht die nächste Zone hin? Okay, fuck me. Tja. Es leben noch 5 Leute. Wo sind die denn? Über mir ist irgendwo die Drohne. Es geht halt echt auf diesen Scheißberg, ich glaub's nicht. Okay, Zone kommt. Oben sieht's gut aus. Da ist eine Kiste. Dein Scheiß Ernst? Hier ist eine Kiste gelandet? Da ist eine Kiste. Oh mein Gott. Tja, war jetzt hier schon jemand oder nicht? Woher soll ich das wissen? Oh, vielleicht daher, dass hier der ganze Scheiß liegt. Komm, wir gehen einmal außerhalb der Zone. Ich weiß, wir kriegen jetzt Damage, aber ich muss gucken, was in der Kiste drin ist. Vielleicht lohnt sich das. Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen Angst, dass jetzt Lerner noch von links kommt. Bis da vorne muss ich kommen. Meine Drohne wurde zerstört, scheiße. Wir haben ein gutes Setup, glaube ich. Ah, der Schaden tickt dann doch schon deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und er tickt jetzt noch mehr, weil die Zone jetzt zu Ende ist. Au, 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 nee, 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 wir sterben jetzt hier nicht. Nicht wegsterben, nicht wegsterben. Oh Gott. Noch ist Ruhe vor dem Sturm.
Das hat doch keiner geschossen. Ist das eine Schmutzposition? Schön. Nein, ich glaub das nicht. Jetzt muss ich schnell weg. Oh Gott. Ich will... Aua, lass das mal. Okay, wir haben Hits verteilt. Hier ist halt safe einer. Einer tot. Scheiße. Jetzt habe ich nicht gesehen, wer gestorben ist. Wichtig ist, dass Jules wieder als erstes gestorben ist. Hä? Auf was schieße ich denn da? Ist das eine Leiche? Oh mein Gott! Wo ist die Kackwurst hin? Egal, wir müssen den mitnehmen. Ich geh da nicht hin! Da war doch eine Leiche! Scheiße, jetzt habe ich mich komplett auf den... Och, Mann. Das ist ein Baumstamm, Junge! What? Ich habe auf den Baumstamm geschossen. Okay, wo ist der Pimmel hin? Muss mich halt heilen. Jetzt müssen sie kommen. Scheiße, da habe ich schlecht geschossen. Da hätte ich gar nicht engagen sollen, nicht Dulli. Oh, ein leckeres Küstchen. Das auch nicht. Fuck yourself, ey. Der ist hier hinter den Stein. Ich muss genau an dir vorbei, Pimmel. Wow. Hat er ihn getötet? Von da sitzt hier ganz ungünstig. Hier ist eine gute Posi, glaube ich. Hier müsste der ja irgendwo gleich auftauchen. Aus der Richtung. Oh Gott. Oh Gott. Alter, au. Hau! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh Mann, das ist so bitter. Das ist jetzt ganz schlecht. Oh, scheiße! Mann! Bim! Winner, winner, chicken dinner. Schade. Mega stark. Da hatte ich eine ganz schlechte Position gehabt. Hey, du hast voll die gute Position. Alle sind hier reingerannt. Du hast dich einfach verraten, indem du einfach dich eingemischt hast. Ja, okay, ich wollte eigentlich Kills haben. Ja. Also. Ja, dadurch hast du halt nicht gewonnen. Ich habe vorher auch schon auf Jay geschossen, obwohl er viel zu früh war. Okay. Ja, ich habe dich da auch bemerkt, aber war eine gute Runde, die hat Spaß gemacht. Ja, war mega. Ich war die ganze Zeit im Dingens drin. Ich musste so lachen, Alter, in dem Moment, weißt du, wo du stirbst, sag ich noch, ja, ich will es jetzt hier nicht beschwören, aber ich bin immer als Erster gestorben. Deshalb bin ich im in der fucking Zone rumgelaufen, Mann. Da kam irgendwann der Kill. Und ich dachte und hab das halt auch da oben irgendwo gehört und dachte halt so, scheiße, da ist jetzt wer. Und dann zoome ich und find irgendwas, was so eine Weste anhat und ein
so einen Helm hatte und da habe ich auf einen Baumstamm geschossen, wo die Sachen drauf lagen. Ich dachte, das ist einer. Und dann habe ich Angst gehabt, habe gedacht, das wäre okay, die Leiche, weil der nicht gestorben ist und bin dann weggerannt, hatte panische Angst davor, dass ich gerade auf die Leiche geschossen habe. Jeder weiß, wo ich jetzt bin. Ich hatte richtig Paras. Voll die geilen Paras. Das war richtig schlimm. Ja, ja. Jetzt Peter. Dankeschön. Ja, das war mal wieder eine Folge PUBG Battlegrounds im internen Battle. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.